Kanus und Kajaks nehmen an dieser alle zwei Jahre stattfindenden Breitensportveranstaltung teil, bei der es darum geht, in einer auflaufenden Tide bis nach Bremen zu paddeln. Wir sprachen am Start am Wassersportverein Nordenham mit dem Veranstalter und Präsidenten des Bremer Kanuverbandes Norbert Köhler. Wir haben diesmal gute Wetterbedingungen zu erwarten. Wir haben allen Teilnehmern dringend empfohlen, die Sonnenschutzcreme einzusetzen und den Sonnenhut aufzusetzen. Mit Wind 2 bis 3 aus Südwest sollte das sehr gut gehen. Was ist für dich persönlich das Besondere daran und motiviert dich jedes Jahr wieder? Was mich sicherlich motiviert, ist diese riesige Gemeinschaft an Kanuten hier zu sehen, die sich darauf freuen, hier teilzunehmen und die einem dann dieses ganz schnell zurückgeben, die vielen Vorbereitungstreffen, die Absprachen oder so etwas, die man für so eine Rallye machen muss. Inga sprach vor der Veranstaltung mit einigen Teilnehmern. Was ist das Besondere für euch an dieser Veranstaltung? Ja, der Spaß dabei, Abwechslung zum Rennsport. Ne? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wir machen Rennsport. Wir paddeln regelmäßig. Hast du dich irgendwie vorbereitet für diesen Tag? Nö, nicht wirklich. Essen gepackt, Kaffee gekocht und das Übliche. Was hat dich motiviert, hier mitzumachen? Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und habe gedacht, wenn das schon in Nordenham startet bei unserem WSV, dann muss man auch dabei sein. Gleich jetzt ab ins Wasser. Sind Sie aufgeregt? Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, nein. Das ist das 5. Mal, dass ich hier fahre. Also kein Problem. Wetter ist optimal, fast kein Wind, super Verhältnisse. Ungeduldig warteten am Hafenausgang die 350 Teilnehmer mit ihren Booten auf die Startzeremonie im Sportflughafen von Großensiel. Nachdem der Präsident des Wassersportvereins Nordenham von Norbert Köhler ein Bild überreicht bekam, konnte das Startsignal gegeben werden. Ich sehe schon, ihr seid alle am Scharren und ich gebe jetzt den Start frei. Unser Filmteam fuhr nun auf Begleitbooten mit. Zunächst auf dem Boot von Erhard Köhler vom Bremer Motor Yachtclub, der das Schlussboot war. Die Paddler mussten rechts von den grünen Fahrwassertonnen paddeln, so wie hier vor dem AKW Unterweser. Unterstützt wurden die Begleitschiffe auch von den Booten der DLRG, die ebenfalls nach Bedarf Hilfe leisteten oder uns versetzten. Hier das Boot des Vizepräsidenten des Deutschen Kanuverbandes bei Kilometer 8, der mit seiner Frau die Kanu-Rallye mitfuhr. Bald kamen schon die Kräne der Hafenanlagen von Brake in Sicht und das Band der Kanuten von der Spitze bis zum Ende wurde immer länger. In der Höhe von Brake sprach Inga dann mit unserem Gastgeber. Einmal, ich bemühe mich, das Verhältnis zwischen Kanuten und Ruderbooten und Motorbooten ein bisschen zu verbessern. Wir wollen alle uns auf dem Wasser erholen. Und da sind Kanuten, Segler, Motorboote, das gehört alles dazu. Und wir sollten uns eigentlich alle vertragen und Rücksicht nehmen aufeinander, dann geht das auch gut. Dann hieß es Abschied nehmen und die Nivea 6 von der DLRG brachte uns nun in die Mitte des Feldes. Hier einige Paddler in Höhe von Brake. Bis hierhin ist das Teilnehmerfeld schon 17 Kilometer gepaddelt. Nun waren wir an Bord der Hollywood von Rolf und Silke Damm. Beide sind Mitglieder im Wassersportverein Hemmelingen. Hier hatten wir sowohl Teilnehmer der Rallye voraus als auch hinter uns. Zwischen Brake und Elsfleth entdeckten wir dann auch einige Teilnehmer, die an Land Rast machten. Die allermeisten Teilnehmer paddelten jedoch schnell weiter, um nach Rönnebeck zum Silberziel oder in die Lesum zu Thura, dem Goldziel, zu kommen. Hier macht ein Teilnehmer bei Kilometer 26 in der Höhe der Huntemündung Pause im Boot. Dann kurz vor Bremen-Fage kam noch einmal die Nivea 6, um uns erneut weiter nach vorn zu bringen. Diese brachten uns bei vollem Tempo an dem Schulschiff Deutschland vorbei in die Lesum zum Boot Sirius von Wilfried Zabel. In der Lesum konnten dann die Teilnehmer zum Endspurt ansetzen. Hier sieht man schon das Lesum-Sperrwerk. Von da an waren es noch 3 Kilometer bis zum Goldziel Thura Bremen. Dann lag das Thura Bootshaus vor uns und es war schon reger Betrieb am Bootssteg. Auch wir verließen nun unser Motorboot und mischten uns unter den ankommenden Teilnehmern. Kilometer 44 erreicht, überwunden. Wie ist das Gefühl jetzt am Ziel? Geschafft. Es war eine schöne Fahrt, super Wetter, ruhiges Wasser, teilweise Wellen, bisschen Regen, viel Sonne. Besser kann es nicht sein. 44 Kilometer in 4 Stunden. Stolz? Ja, ich denke ja. Das war auch unser Ziel. Wir hatten immer gesagt, wir wollen uns nicht überholen lassen. Das heißt, es ist uns fast geglückt.
Jeder Teilnehmer bekam für das Erreichen des Zieles eine Urkunde und eine Medaille. Natürlich sprachen auch wir mit einem Verantwortlichen vom Tourer Bremen. Du hast das Glück, jedes Jahr ganz viele glückliche Kanuten hier nach 44 Kilometern zu begrüßen. Wie ist das für dich? Ja, das ist immer was Wunderschönes und es freut einen, dass so viele Kanuten sich an so einer Veranstaltung beteiligen. Wie beurteilst du die Wesertin-Rallye für dieses Jahr? Ja, mit einem guten Ergebnis. Das Wetter ist top, es kann gar nicht besser sein und ich denke, dass wir alle zufrieden sein können. Eine schöne Veranstaltung in diesem Jahr. Alles stimmt. Die Teilnehmerzahl, das Wetter, wunderschön. Während einige Kanuten ihr Boot reinigten, sprachen wir noch mit einem besonderen Teilnehmer. Wirst du bis in 2 Jahren wieder dabei? Das steht zu befürchten, ja. Dann sehen wir uns ja in 2 Jahren wieder hier unter den ersten 20, denke ich. Vielleicht sind dann ganz viele viel schneller geworden. Ja, hier am Kilometer 44 endet nämlich die Wesertin-Rallye. Und die Boote kommen hier alle jetzt nach und nach an, freuen sich schon, die Kanuten freuen sich schon auf die Bratwurst. Und wir verabschieden uns und geben ab ins Studio.